Hallo und herzlich willkommen zu Corona Kohle, dem Podcast ohne Haarschnitt. Unser Thema heute: Herdenimmunität. Ist ja noch so ein Wort, was wir bis vor einiger Zeit nicht wirklich kannten. Heute heißt es: Oh, wir brauchen eine Durchseuchung der Bevölkerung, bis es zu einer Herdenimmunität kommt. Mal ganz ehrlich: Herdenimmunität war bislang nicht als so wahnsinnig positives Phänomen aufgefallen. Das kannten wir höchstens, wenn ein Witz auf einer Party mal nicht zündete. Der Lieblingswitz auch noch. Weil eine ganze Herde immun zu sein schien gegen wirklich guten Humor. Eltern kannten das, deren Sprösslinge herdenimmun waren gegen akzeptable Manieren. Finanzpolitiker scheinen herdenimmun gegen schärfere Regeln für Schattenbanken. Spitzenfußballer und Großkonzerne sind herdenimmun gegen Steuerzahlungen. Nazis sind herdenimmun gegen Mitgefühl. Und Beamte sind dem Klischee zufolge herdenimmun gegen Betätigung, gegen Arbeit. Und da wundert es mich, dass noch niemand darauf gekommen ist, gesagt: Leute, wir haben das Impfserum doch schon lange. Beamtenblut. Da drin wird das Virus so träge, dass der Gastkörper gestorben ist, bevor die Krankheit überhaupt ausbrechen konnte. Aber noch nicht mal ein Donald Trump ist drauf gekommen, den man ja als wahrscheinlichsten Kandidaten sehen könnte. Aber es liegt vielleicht auch daran, dass er eine Therapie verfolgt, die er jetzt uns neulich auch empfohlen hat, das Spritzen von Desinfektionsmitteln. Das scheint dazu zu führen, dass sämtliche Gehirnzellen einfach mal die Gerätsche machen. Herdenimmunität. Nur was die Herdenimmunität gegen das Coronavirus angeht, da scheint die Menschheit noch ähnlich weit entfernt zu sein wie von einer Durchseuchung mit Intelligenz. In diesem Sinne, bleiben Sie humorvoll und bleiben Sie gesund. Bis bald. Was? Abwaschen? Nein, da bin ich herdenimmun gegen. Ja, alle Teile von mir, das ganze System total herdenimmun. Ach, das zählt nicht. Oh. Ja, dann gehe ich eben abwaschen. Bis bald. Ich komme ja.